Ja, herzlich willkommen. In diesem Video soll es um Stimmführungsprinzipien gehen in der homophonen Vierstimmigkeit, im homophonen Satz. Das oberste Gebot bei der Führung von Einzelstimmen ist Ökonomie. Wenn wir zwei Akkorde miteinander verbinden wollen, sollen sich die Stimmen möglichst wenig bewegen. Warum eigentlich? Na, das hat verschiedene Gründe. Wir kennen das einmal aus dem Vokalsatz. Wenig Bewegung heißt einfache Melodiebildung. Und wenn wir mal hier in die Oberstimme schauen, dieses Sätzchens, eine Canzone Villanesca von Adrian Villert, dann stellen wir fest, er hat ja auch die Melodie, die er selber erfunden hat, ziemlich sparsam gebaut. Das kann also jede halbwegs versierte Sängerin vom Blatt singen, da muss man gar nicht viel üben. Und das gilt auch für die Mittelstimmen. Wenn wir uns mal die Altstimme hier anschauen, die verläuft ja auch eigentlich fast ausschließlich schrittweise. Na, hier kommt dann mal ein Sprung und da kommt auch einer. Naja, das überfordert die Sänger des 16. Jahrhunderts sicherlich nicht. Auch hier dieser Sprung und danach bewegen wir uns schon wieder in winzigen Intervallen oder in Tonwiederholungen. Und nicht anders sieht es im Tenor aus. Oder hier. Und so weiter. Der Bass ist die einzige Stimme, die mal ein bisschen mehr springen muss. Ja? Sie sind Bass, das merken Sie, dass sie Bass sind, wenn sie relativ viele Sprünge haben. Das liegt daran, weil im Bass praktisch immer, haben wir gesagt, der Fundamentton hier im ersten S-Dur-Akkord, das ist der Fall, und im B-Dur-Akkord und im D-Moll-Akkord und im F-Dur-Akkord und im C-Dur-Akkord auch immer der Fundamentton verdoppelt ist und häufig haben wir Verwandtschaftsverhältnisse, bei denen der Bass dann Terz oder Quint oder Quartweise springen muss. Aber im Übrigen bewegen sich die Stimmen mit dem geringstmöglichen Aufwand. Was heißt denn geringstmöglicher Aufwand? Naja, die erste Verbindung hier, S-Dur, B-Dur, hat eine Gemeinsamkeit, einen gemeinsamen Ton. Und dieser gemeinsame Ton bleibt in einer Stimme tatsächlich hier liegen, kann übergebunden werden. So, und hier von B-Dur nach D-Moll haben wir sogar zwei gemeinsame Töne, das F und das D, und auch die bleiben liegen. So, und was machen die anderen? Ja, der Bass muss nun mal vom B zum D springen, das geht nicht anders. Der Sopran schreitet so gering wie möglich eine Sekunde abwärts, eine kleine sogar, aber das ist jetzt nicht entscheidend. Ja? So, und auch hier gemeinsame Töne, die sollen liegen bleiben und die anderen Stimmen bewegen sich mit dem geringsten möglichen Aufwand. Ja? Im zweiten Teil sieht das ein bisschen komplizierter aus. Das hängt, ja, womit hängt das zusammen? Wenn wir mal hier schauen, F-Dur, G-Moll. Der F-Dur-Akkord, der G-Moll-Akkord. Hier haben wir einen relativ großen Aufwand. Würden die Stimmen den geringstmöglichen Weg suchen, dann könnte der Alt ins D gehen, der Tenor, die beiden Stimmen sind hier gekreuzt, ins G. Und dann hätten wir eine Parallelverschiebung. Terzlage F-Dur, Terzlage G-Moll. Das haben wir schon beim letzten Mal gesehen, dass eine solche Parallelverschiebung natürlich nicht geht. Zwei Akkorde in gleicher Lage ergeben Probleme. Und durch eine pfiffige Stimmenführung in den Mittelstimmen, die dann allerdings um den Preis gewonnen wird, dass die Stimmen relativ viel springen müssen und nicht mehr den kleinstmöglichen Weg nehmen können. Es ist natürlich ein kleinstmöglicher Weg, aber nicht der kleinste, den man sich denken kann. Der würde zu Satzfehler führen. Aber hier durch diese Bewegung ist diese Stelle entschärft. Und ansonsten immer der möglichst geringe Aufwand. Warum? Um die Eingangsfrage nochmal aufzugreifen, weil die Vokalstimmen dadurch einfach gehalten sind. Und natürlich auch, wenn Sie das spielen. Ich muss das hier spielen auf einem ziemlich empfindlichen Keyboard, das schnell klappert und wo man schnell mal Streiftöne erzeugt. Und da ist man dankbar, wenn sich die Stimmen nicht viel bewegen, wenn die Finger keine, die Hände und die Finger keine großen Sprünge im wahrsten Sinne des Wortes machen müssen. Und selbst wenn das im stillen Kämmerchen funktioniert, spätestens wenn die Aufnahme scharf geschaltet ist, die Kameras auf sie gerichtet sind, sind sie froh, wenn sie am Cembalo oder in einem Orgelpositiv keine großen Sprünge machen müssen. Jede Stimme sollte im kleinstmöglichen Intervall, das ist nicht immer das kleinste tatsächliche, aber das kleinste, was möglich ist, ohne
Stimmenführungsfehler zu erzeugen. Jede Stimme sollte sich im kleinstmöglichen Intervall in den nächsten Klang bewegen. Wenn Töne beim Wechsel eines Akkordes in derselben Stimme liegen bleiben können, dann sollen sie möglichst auch liegen bleiben. Eine weitere goldene Stimmführungsregel, könnte man sagen, besteht darin zu sagen, es ist immer geschickt, wenn zwischen den Außenstimmen Gegenbewegung liegen kann. Das ist natürlich nicht immer möglich. Die Einzelstimme muss ja vernünftig gebaut sein, aber bis auf eine einzige Stelle ist hier im ersten Abschnitt immer entweder Seitenbewegung oder Gegenbewegung zwischen den Außenstimmen gegeben. Hier im zweiten Teil nicht unbedingt. Teilweise schon, hier nicht. Aber das ist so eine ziemlich gute Idee. Wenn die Oberstimme in die eine Richtung geht, sollte der Bass in die Gegenrichtung gehen. Soll, kann, muss aber nicht unbedingt. Ja, das sind Gebote der ökonomischen Stimmführung. Und wenn Sie mir das nicht glauben, dann glauben Sie zumindest dem Satz von Adrian Willaert, der sich genau nach diesen Prinzipien richtet, der die uns zeigt und der ist durchaus repräsentativ. Also da habe ich mir jetzt nicht nach langer Suche einen Satz herausgesucht, bei dem diese Thesen zutreffen, sondern das ist tatsächlich so das statistische Mittel. Die komplizierteste Stelle ist diese hier. Ja, das würde ich nicht unbedingt empfehlen, zur Nachahmung zu machen, aber da würden Sie auch eine solche Stimmführung, F-Dur, G-Moll von vornherein, eine solche Akkordführung bei Parallelführung der Oberstimme erstmal vermeiden. Denn Terzlage, habe ich Ihnen gesagt, führt ganz schnell zu Parallelen. Ansonsten wechselt hier immer die Lage der Akkorde. Quintlage, Oktavlage, Quintlage, Terzlage, Quintlage, Oktavlage, Quintlage, Terz, Terz, das ist diese Stelle. Oktavlage, ja, wenn die Melodie Sprünge macht, dann ist es gut, anfangs zumindest, dass man die Harmonie nicht wechselt, auf G-Moll hier bleibt. Das ist auch noch so eine kleine Faustregel. Quintlage, Terzlage, Oktavlage, Terzlage, Quintlage, Oktavlage. Das heißt, von Akkord zu Akkord wechselt auch die Lage. Das ist eine späte Auswirkung des Varietas-Gebotes aus dem alten Kontrapunkt. Dinctoris hat das aufgestellt, der Satz soll dem Prinzip der Varietas gehorchen. Und das gilt hier auch unter den mikroskopisch kleinen Bedingungen eines Akkordwechsels. Was in der einen Stimme die Quinte war, soll in derselben Stimme dann im nächsten Klang eine Terz sein und im übernächsten vielleicht der Grundton. Die Oberstimme hier in diesem vorletzten Takt erfüllt diese Idee des Varietas-Gebotes in perfekter Weise, weil sie bei jedem Akkordwechsel ihre Rolle verändert. Das sollte für alle Stimmen gelten, mit Ausnahme des Basses. Auch in der Tenorstimme wäre das der Fall, auch in der Altstimme ist es hier der Fall. Die Altstimme hat hier das Fis, die Terz, da hat sie den Grundton, das G, da hat sie die Quinte, immer noch G, da hat sie den Grundton, das G wechselt hier seine Bedeutung innerhalb der Akkordwechsel. Und innerhalb des Akkordes ist es mal Grundton, ist es mal Quinte und eben auch mal Terz. Ja, das ist die Idee der Varietas sozusagen, auf der atomistischen Ebene der Akkordverbindungen. Die einzige Stimme, die das eben nicht hat, ist der Bass. Der Bass führt hier immer die Grundtöne. Sie sind ein Bass, wenn Sie Fundamenttöne von Terzschichtungen führen. Der Bass ist die einzige Stimme, die hier funktional heraussticht. Naja, ein bisschen sticht auch die Oberstimme heraus. Das ist die schöne Stimme. Die Altstimme ist eher eine Füllstimme. Der Tenor hat gegebenenfalls die zweitschönste Stimme nach der Oberstimme. Der Alt ist immer so ein bisschen das Stiefkind, das kann man sogar in diesem Satz in Andeutungen beobachten. Ja, ökonomische Stimmführung ist anzustreben und mit dieser wichtigen Erkenntnis möchte ich für heute schließen. Vielleicht schauen Sie bei Gelegenheit wieder vorbei.